Ja, Enttäuschung ist groß. Ja, wir haben natürlich ganz klar erhofft, dass wir mehr mitnehmen als diese 0 Punkte und diese 0-2 Niederlage. Glückwunsch an die U23 des FC Bayern. Wir waren einfach nicht effektiv genug heute. Ja, wir haben in der Box einfach nicht die Durchschlagskraft gehabt, nicht die Abschlüsse bekommen, ja, wie wir sie uns erhofft haben oder wie wir sie auch die letzten Wochen hatten. Das hat heute gefehlt. Ja, dann sind wir mit so einem komischen Momentor in Rückstand geraten, ja, eine Flanke, die einfach lang durchrutscht, ja, und hinten am Innenpfosten dann hinter die Linie prallt. Damit in Rückstand geraten, haben dann in der zweiten Halbzeit versucht, den Gegner in die eigene Hälfte zu drücken. Das ist uns auch gelungen, aber es waren einfach insgesamt ein Tick zu wenig Abschlüsse. Ja, wir hätten mehr versuchen müssen, in die Abschlussposition zu kommen, vielleicht bessere Hereingaben. Ja, das war nicht immer einfach auf dem Boden, der Ball ist immer wieder mal auch blöd versprungen, gerade auf den Außenbahnen, gerade vor der Haupttribüne. Aber trotzdem müssen wir mehr Effektivität hinkriegen, müssen mehr Bälle in die Box reinbringen und müssen dort uns besser durchsetzen. Wir sind enttäuscht, haben heute eine Niederlage einstecken müssen. Ja, die letzten Wochen waren positiver. Jetzt gilt es eben, die Reaktion auf diese Niederlage zu zeigen, gemeinsam zu verlieren. Das gehört auch dazu. Und es war klar, dass wir nicht die ganze Rückrunde durchgehend oder das ganze Jahr durchgehend vor uns ohne Niederlage durchkommen. Aber heute hätten wir es uns gerne erspart. Wäre sicherlich auch möglich gewesen. Aber wie gesagt, die Effektivität muss verbessert werden. Danke.